Und sonst so bei dir? Auch nichts. Gut. Ja, dann kannst du mal aufmachen, ne? Was für ein Kampf. Ich dachte, dass er nie aufhören würde. Na dann, bravo. Ich mache euch auf. Geil, Mann. Und beeilt euch. Das Schicksal eurer Freunde hängt von euch ab. Natürlich. Die ganze Zeit schon. Eigentlich immer. Schon seit immer. So. Ah, jetzt haben wir wieder zurückgewechselt auf Asterix. Komplett andere Farbgebung hier. Das ist natürlich auch spannend. Bam. Huch. Bam. Gelb. Ah, wahrscheinlich die Kamera. Ja, Kamera hier. Zack, 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 zack. War das früher schon? Ja, stimmt, aber alles so rötlich, ne? Naja. So. Das Ding aktivieren. Ist auch noch einer. Oh nee, das ist nicht symmetrisch. Oh, dann hau den noch hier in die Wand und nicht da. Oh Gott, da kriege ich ja so schon wieder Plack, Alter. Mann. Symmetrie und so. Ich speichere gleich direkt, aber mache ich, sobald ich quasi hier alles aktiviert habe. Alles, was ich hier sehe. Oh, den habe ich aktiviert. Ist gut. Den noch. Den noch. Okay, den ersten haben wir schon. Den anderen haben wir auch. Und die beiden fehlen noch. Was genau passiert hier? Nicht viel. Ach so. Wäre cool, wenn ich... Okay. Hä? Da kann ich irgendwas ziehen? Nee. Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Weil ich kann mich hier nicht draufstellen und dann auf Obelix wechseln. Weil Obelix müsste ich da irgendwie... Den kann ich ja leider nicht bewegen jetzt. Das ist doch scheiße. Hä? Ich kann halt auch nicht so machen. Drauf stehen bleiben. Ich verstehe es nicht. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen, was das soll. Das ergibt keinen Sinn. Cool. Ist das ein Bug oder ist das, soll das irgendwie... Oder bin ich einfach nur zu dumm gerade? Ich meine, grundsätzlich check ich. Also, ich verstehe noch nicht ganz genau, was das hier machen soll, aber... grundsätzlich verstehe ich... Man soll hier erstmal alle Buttons, sondern die beiden Buttons drücken. Und dann... Vielleicht drüber laufen? Ah. Gut, dann halt so. Keine Ahnung. Soll das so sein? I don't know. Hauen wir ihm aufs Maul. So. Ab in die Normandie. Beziehungsweise das Ding überschreiben. Ah, das Problem ist jetzt wieder, dass ich nur eine 18-Minuten-Folge hätte. Na komm, machen wir noch bis zum nächsten und dann... Aber wie gesagt, ich muss halt noch die erste halbe Stunde aufnehmen. Also das Audio aufnehmen. Weil, ja, ich die falsche Dings hatte. Ne, weil ich ja falsches Audiogerät hatte. Ah, okay, das ist dieses Blang, das ist von meiner Kombo-Leiste. Gut zu wissen. Ich dachte, das ist etwas, jemand, der schießt. Hui. Oh, hallo. Du nur wieder. Willkommen in einem der schönsten Tempel der Welt. Wie ich sehe, hast du eine Fackel in der Hand. Umso besser. Du musst unbedingt dafür sorgen, dass die Fackel angezündet bleibt, wenn du in diesem Tempellabyrinth weiterkommen möchtest. Und das wird sicher nicht einfach. Alles klar. So. Dann schauen wir mal, ne? Was wir hier so haben.
Die Leute wollen dann unboxen. Weil hier, wenn ich hier im Wasser bin, weil, oh, Asterix ist, glaube ich, zu doof und kriegt's nicht hin. Moment, schauen wir mal hin. Und kriegt's nicht hin, glaube ich, das Ding. Ah, doch, kriegt er hin. Nicht, kriegt er nicht hin. Gut. Er kriegt's nicht hin, die Fackel über Wasser zu halten. Was natürlich sehr so suboptimal ist. Und die wollen eigentlich quasi ins Wasser kicken. Das heißt, wir können erstmal natürlich die einfach mal wegschleudern. Sag mal. So. Was ist denn hier dein Problem, Alter? Entspann dich. Die Dinger kann ich gerade nicht kaputt machen. Okay, da ist was zum in die Luft jagen. Nee, Quatsch. Das sah gerade aus wie so ein Explosivfass. So. Achso, es sind irgendwelche komischen Türen, die nicht genug beleuchtet sind. Ah ja. Die sind natürlich sehr... Oh. Wollen wir mal ganz kurz. Ah, komm, beeil dich. Ah. So. War jetzt natürlich nicht so viel, aber... So, okay. Die Fackel ist, glaube ich, solange man nicht Asterix ist, entweder ist die unendlich lange an oder nur sehr viel länger. So. Ja, normalerweise würde ich jetzt halt hier eine schöne Combo raushauen. Aber ich habe halt keine Combo von Obelix. Ich weiß nicht, ob Obelix... Also wie gesagt, eigentlich müsste die, die Tornado-Combo auch von Obelix ausführbar sein, weil er auch zum Tornado wird. Aber... Es kann halt auch sein, dass diese andere, diese komische Bodenkeule-Dings-Combo, die ich jetzt schon habe... Das geht vielleicht auch schon irgendwie. Ne, dass die halt eigentlich auch, ja, machbar sein könnte von Obelix. Aber man irgendwie dann eine gewisse, Dings braucht. Ah, okay, Moment. Keine Ahnung. Hä? Gehen wir aus? Nee. Hier fehlen noch ein paar. Naja. Aber gut. So. Und wunderbar. Direkt angezündet. So. Och! Plötzlich ist Obelix hier unten. So. Allen aufs Maul hauen. Jawohl. Ist doch schön hier. Gut, da haben wir TNT, das müssen wir in die Luft jagen. Warum nennt er das eigentlich Labyrinth? Es ging bislang nur geradeaus. Naja. Für mich ist ein Labyrinth etwas, in dem man sich verlaufen kann. Aber gut. Gut. Machen wir erstmal alles kaputt. Und schauen dann mal, was wir denn hier gebrauchen könnten, eventuell. Also, wir müssen... ihn vermutlich darauf und darüber schieben, oder? Würde ich jetzt mal vermuten.
Na, wie weit geht das? Ja, geht bis dahin. Na. Oh. So, ihr drei, weg. Weg! Ach nee, da sind noch mehr. So. Das ist eine gute Taktik. Sobald ich quasi, also ich haue den ein bisschen aufs Maul und sobald ich merke, dass die, dass der mir irgendwie, ja, dass er mich angreifen will und dann mache ich einfach diesen Dash und schieb den weg. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist ein sehr guter Move. So. Und so. Schön. Jetzt kann Asterix hier durch. Wer schläft denn hier? Ach, hier ist wieder ein... Ah, ich war gerade irritiert. Wer schläft denn da? Das wird wahrscheinlich wieder irgendwo ein wunderschöner Dings sein. Den wir gleich mal aufwecken werden. Das ist etwas, was ich ganz oft leider nicht hinkriege rechtzeitig. So. Ich hätte wahrscheinlich erstmal hier das Ding aufmachen müssen, weil da viel mehr hinter ist. Aber ist es gar nicht. Ha! Da ist auch nur normale drin. Oh, hier ist noch ein Händler. Können wir mal kurz gucken, ob der uns irgendwie was Neues verkauft. Vielleicht den Tornado. Mal sehen, was ich auf Lager habe. Nein! Keule-Kombo. Steht halt auch nicht, ob das von Asterix oder Obelix machbar ist. Weil von wem das machbar ist, ne? Nee. Nutz einen Römer, um ihn auf den Boden zu schlagen oder andere Römer zu hauen. Mhm. Ja, gut, das ist eh wurscht. Nee. Nee, nee. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Gut. Dann hauen wir die jetzt aufs Maul. Hallo. Kuckuck. Und dann speichern wir nochmal. 16% direkt. Ja, überschreiben. Und jetzt sind wir bei 26, also 27 Minuten. Ja, ist okay. Whee! Ich drücke ab und zu mal einfach, um zu gucken, quasi, ob das, wie sich das quasi verändert hat früher. Die Sachen, das ist super unappetitlich aus, oder sah früher viel unappetitlicher aus als jetzt. Jetzt ist es halt so golden. Früher war es einfach fucking grün. Ja. Genau. Gut. Dann werde ich mich jetzt ransetzen und noch einmal eine halbe Stunde über mein bereits bestehendes Gameplay, was ich eben gerade aufgenommen habe, nochmal drüber zu quatschen. Yay! Super spaßig. Mal gucken. Ja, ansonsten, ihr werdet es ja schon gehört haben, wenn ihr es gesehen habt. Wenn nicht, schaut es euch gerne an. Wenn ihr keinen Bock habt, kein Ding. Geht sonst auch auf meinen Kanal, da gibt es ganz viel anderen Kram. So SpongeBob und sowas ist das beliebteste. Aber auch Fable habe ich letztens durchgespielt. Ja, genau. Mal gucken, wann ich das nächste Mal aufnehme. Ich habe jetzt wieder so 4 Folgen. Das ist eigentlich ganz gut. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit das hinkriege. Ich hatte jetzt die letzten Tage, war ich einfach zu fertig. Ich habe meine Booster-Impfung bekommen. Deswegen, ja, war es halt schwierig für mich, da irgendwie aufzunehmen. Ich war einfach zu fertig. Deswegen leider erst heute. Und ja, von daher. Aber mal gucken. Solange ja nur 1-2 Tage irgendwie mal Pause sind, ist es ja nicht so schlimm. Und nicht wieder irgendwie 2 Monate oder 8 Monate oder was auch immer, was der Rekord war. Ja. Gut. Aber dann würde ich mich hier erstmal verabschieden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und Moment. Erstmal gucken, was brauche ich da? Ah ja, das ist durch Space. Ja, bis dahin. Tschaußen. Das ist nun das Ende des Videos. Aber wenn es euch gefallen hat, dann teilt das doch mit einem Kommentar unter dem Video mit. Und wenn ihr schon dabei seid, dann abonniert doch auch einfach den Kanal und drückt auf die Glocke. Das würde mich sehr glücklich machen.
schaut doch bald wieder vorbei. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss.